Hallo Pferdefreunde, willkommen zu unserem neuen Video. Und zwar geht es heute um unsere Motorheckenschere. Und an der Kamera natürlich wieder Jakob. Das ist das gute Stück. Vor dem Gebrauch haben wir hier einen tollen Kettenschutz. Der muss abgenommen werden. Ansonsten wird es schlecht mit dem Schneiden. Wir haben genau hier eine Motor-Einhängheckenschere und hier oben ist der An- und Ausknopf. Nach oben ist an und nach unten ist aus. Hier der Gas, kennt ihr bestimmt noch von dem Freischneider. Hier ist der Joke-Betrieb mit dem roten Hebel. Beim ersten Starten, wenn sie kalt ist, immer nach hinten machen, ansonsten nach vorne. Und einmal wieder ein Pumper. Den wieder 5 bis 10 Mal drücken vor dem ersten Start. Dann gibt es hier die Funktion, den Griff noch einmal zu drehen. Dazu diesen Hebel hier runter. Und dann kann man ihn zur Seite kippen. Wieder normal und zur anderen Seite. So ist man in der Lage, eben halt seitlich auch die Hecke zu scheren. Vor dem Start gucken, ob genug Benzin drin ist. Hierfür benutzen wir wieder das Aspen 2. Das ist wieder der orange Kanister. Der blaue Kanister ist nur für den Rasenmäher oder Rasentrecker gedacht. Wollen wir nochmal reingucken hier. So sieht das Ganze aus. Haben wir natürlich schon vorbereitet, ist alles schon vollgetankt. Dazu gibt es natürlich wieder eine persönliche Schutzausrüstung. Die hängen wieder hinten bei und wer die gerne haben möchte, benutzen möchte, kann sich die hinten wegnehmen. Vor dem Start einmal den Hebel hier rüber, den Schalter nach oben und einmal anreißen. Den Hebel wieder nach vorne machen und jetzt sollten sie eigentlich starten. Die Maschine wird ausgemacht, wieder mittels des Schalters. Ansonsten hier vorne sind Scherblätter dran, die sich hin und her bewegen, dann natürlich die Hände von frei halten. Wenn irgendwas kaputt geht oder irgendwelche Sachen aufgefallen sind, gerne Bescheid sagen. Und ansonsten wünschen wir euch beide viel Spaß beim Heckescheren.